Oh, ganz der Kavalier. So, Gustav, gleich geht's los. Du hast ja Höhenangst, oder? Nein, Höhenangst habe ich keine. Gut. Haben wir dir die Leute da Angst gemacht? Was war also nicht Angst, das ist... Große Menschen ansammeln, die sind nicht so... Sehen sie nicht? Nein, sie werden bald aussehen wie Insekten. Ja, Insekten sind viel einfacher. Steckst du denen dann irgendwelche Nadeln durch den Körper? Ja, aber das ist ja nur... ja, das ist ja aber nur, damit man sie besser untersuchen kann. Aber das überleben die doch nicht. Nein, ne? Die Insekten, die ich aufspieße, überleben das natürlich nicht. Aber wenn man dann was findet, zum Beispiel, also wenn man so ein Insekt... Eine Insektenkrankheit. Zum Beispiel, wenn man eine Krankheit findet oder... Dann kannst du allen anderen Insekten helfen damit. Ja. Das ist ja. Dann ist das vielleicht akzeptabel. Oder natürlich auch Krankheiten, die Insekten an uns Menschen übertragen. Dann gibt's das auch. Ja, Malaria zum Beispiel. Also wie in Südamerika, die CC oder die Hegelkrankheit, da kennen sie die Schicht. Also so ähnlich wie unsere heimische Schnake, bloß ein bisschen. Das ist Malaria, ist kein Schild. Das ist großes Fieber oder auch. Großes Fieber. Aber ich habe ja gehört, dass die Malaria-Prophylaxe auch gesundheitsschädlich ist. Die soll Depression machen. So, die Bundeswehrsoldaten sind da alle betroffen worden. Die haben Malaria-Mittel. Das sind die alten Malaria-Mittel, aber man hat mittlerweile festgestellt, dass man die alten Malaria-Mittel für Rheuma nehmen kann. Für Rheuma kann man die nehmen? Ja, die. Aber was man alles als Insektenforscher hat. Ja, was forscht? Lass uns so über uns reden. Die sind schon viel kleiner, aber. Das sieht schon aus, jetzt reden wir schon wieder über Insekten. Gut, wir reden nicht über Insekten. Nicht über Insekten. Also was, ich weiß nicht warum, aber du wolltest mir am Telefon, also du weißt ja, dass ich Gustav ganz heiße. Ich sag ja mein Vater auch nur Humor. Also. Ja, irgendwie ist es ein Running Gag, aber Agathe ist ja auch ein Gans. Ja, aber du wolltest mir deinen Nachnamen trotzdem nicht verraten. Und du hast gesagt, den verrätst du mir, wenn wir uns sehen. Jetzt sehen wir uns. Du wirst meinen Nachnamen wissen? Ja. Ich heiße von Sternburg. Agathe von Stern, das ist ein schöner Name. Da kommen die Sterne drin vor. Das freut mich, dass du das so aufnimmst. Und er hat ja gehört, dass ich viel unterwegs bin. Ich habe ja gesagt, dass ich viel unterwegs bin. Gehst du auch viel unterwegs? Manchmal. Also ich kann jedenfalls sehr viel unterwegs sein. Ich bin nicht ortsgebunden. Also bist so eher sehr flexibel. Und meine Familie ist... Mit der habe ich eigentlich eher gebrochen. Meine Familie ist mir schon so tot. Oh, das tut mir leid. Ja, und nee, mein Vater war jetzt auch schon 80, also meine Mutter 75. Und du hattest reife Eltern. Ja. Das merkt man, du bist so ein reifer Mensch. Reife Eltern, reife Söhne. Wie hat mein Vater immer gesagt, ein ordentlicher Haushalt. Wir waren ein ordentlicher Haushalt. So. Ja. Ja, sie hatten ihre Waren schon abgeschlossen. Ja. Also, jeden Sonntag in die Kirche und
Um Punkt 6 Uhr abends war das Abendessen gut. Mittags, gleich nach der Schule nach Hause, Mittagessen dann Hause. Es war ein ordentlicher Haushalt. Da bist du dann irgendwann ausgebrochen. Ja, als ich dann auf die Uni ging, da bin ich dann. Ich hatte da ein Zimmergenossen, der war sehr hibbelig. Der ist dann Banker geworden, aber ich habe ja was Richtiges studiert. Ich habe ja Entomologie studiert. Das finde ich schön, dass du sowas studiert hast. Schon wieder fällig. Hast du Zuckerwatte? Oh ja!